Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, heute mache ich einen Instagram-Effekt, den ich 2015 schon einmal mit GIMP 2.9, also mit der Entwicklerversion, gemacht habe. Und zwar den sogenannten Brennan-Effekt. Und den machen wir natürlich mit GIMP logischerweise und nicht mit dem Smartphone, also dass das schon fix und fertig gemacht ist, sondern wir machen das händisch. Und das gefällt mir insbesondere besser als dieses Wischiwaschi, Mäusekino drücken und so weiter. Ich habe mir mal ein Smartphone nach ganz vielen Jahren geleistet, so ein Xiaomi A2 oder wie das heißt, Mi A2. Das ist zwar ganz nett, aber für Grafik und so weiter ist es für mich unbrauchbar. Okay, deshalb diesen Brennan-Effekt ohne Smartphone, sondern mit GIMP 2.10.12. Dazu habe ich hier diese Vorlage gerichtet. Die findet man wie immer in der Beschreibung des Videos, damit man das nachbauen kann. Und wenn ihr die aufklappt unten, da findet ihr den Link, wie gesagt, da kommt ihr da hin. So. Als allererstes möchte ich dieses Foto ein bisschen zuschneiden und also skalieren und zuschneiden. Und das mache ich dann als allererstes, indem ich, bevor ich das tue, auf Bild gehe und die Genauigkeit hier auf von 8-Bit Ganzzahl auf 16-Bit Ganzzahl wahrgenommenes Gamma sRGB umwandle. Warum? Erstens einmal ist es besser beim Skalieren, weil ich nach oben skaliere. Und zweitens sind die Werte dann für mich besser einzutragen in den einzelnen Filtern. Also, so, nun werde ich erst einmal Bild skalieren, dieses Foto auf 3840 mal 2560 skalieren. Warum mache ich das? Weil ich hier natürlich in 4K produziere. Dann sagt mir GIMP, oh, das wird aber ziemlich groß. Sage ich, okay, ist in Ordnung. Und dann ist das auch schon passiert. Und jetzt werde ich es nochmal zuschneiden. Dazu nehme ich hier das Zuschneiden-Werkzeug, markiere komplett das Foto und sehe hier unten die Größe. Auf der linken Seite 3840 und auf der rechten Seite werde ich jetzt 2160 eingeben. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil ich dieses Foto später als Deckblatt oben, wenn man das Video sieht in YouTube, dass man dieses Deckblatt komplett sieht. Und es ist klar, es wird beschnitten, aber ich finde es einfach notwendig. Also ihr könnt es auch lassen, ihr müsst es nicht machen, okay? Also ich klicke da mal hinein und habe jetzt hier dieses Foto 3840 mal 2160. Nun werde ich über SDRG Umschalt und J das Foto ins Fenster einpassen und werde es zuerst einmal duplizieren. Jetzt schalte ich die untere Ebene aus, die behalten wir oder behalte ich damit, dass ich später einen Vergleich herstellen kann. So, als erstes Farben automatisch Weißabgleich, ne? Um das Foto eben dementsprechend anzupassen, damit wir hier gleich weiterarbeiten können. Nun werden wir unsere Ebene, die wir soeben mit dem Weißabgleich bearbeitet haben, einmal duplizieren, gehen hier oben bei der Deckkraft auf 37%, stellen hier unseren Ebenenmodus auf Überlagern. Das ist der erste Schritt in dem Fall. Nun gehen wir auf Farben, entsättigen und hier auf den Monomixer und hier einfach die Standardwerte stehen lassen und bestätigen mit OK. Jetzt wird es ein wenig tricky. Das bedeutet, wir müssen die zweite Ebene von oben markieren und auf der arbeiten wir jetzt und zwar mit dem Wertefilter. Dazu rufen wir Farben Werte auf. So, und nun beginnen wir als allererstes mit den Werten, also mit dem Wert hier und geben hier beim Zielwert hier unten ein den Wert von 9. Ja. Dann gehen wir weiter auf den Wert Rot. Hier gehen wir beim Quellwert hier auf der Helligkeit auf 88%. Und hier unten beim Zielwert gehen wir auf den Wert von 23. So. Dann haben wir den Grünkanal, den wir bearbeiten werden. Hier gehen wir einfach beim Zielwert auf den Wert 3. Und wir gehen bei Blau noch einmal auf den Zielwert von 12.
Okay, also das war der erste Schritt, um Richtung dieses Effektes, Brennen-Effekt von Instagram zu kommen. Ich bestätige mit, okay, nun gehen wir oben auf unsere obere Ebene, rechte Maustaste nach unten vereinen. Als nächstes müssen wir ein wenig die Helligkeit und den Kontrast anpassen. Dazu gehen wir auf Farben, Helligkeit, Kontrast. Hier werde ich bei der Helligkeit, Entschuldigung, einen Wert eingeben von minus 0,010 und beim Kontrast hier eingeben einen Wert von, wo sind wir hier, 0,050 und bestätige mit, okay, nun im weiteren Verlauf brauchen wir eine Farbebene. Dazu erstelle ich hier über dieses Symbol eine neue transparente Ebene, bestätige mit, okay. Und fülle diese Ebene mit der Farbe. Die habe ich hier schon gerichtet, weil ich habe es ja schon mal getestet wieder. F, 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 8, F, 2. Und bestätige mit OK. Nehme die soeben erstellte Farbe oder ausgewählte Farbe und ziehe sie in die soeben erstellte transparente Ebene hinein und lasse einfach los. Stelle hier den Ebenenmodus auf Multiplizieren. Jetzt wird es wieder ein bisschen tricky, weil jetzt müssen wir wieder die zweite Ebene von oben markieren, also unsere Ebene, auf der wir eigentlich arbeiten. Gehen auf Farben, rufen wieder Werte auf. Und jetzt beginnen wir hier bei den Werten mit einem Quellwert von 9 und in den Mitten einen Wert von 0,91. So. Der Output hier ist bei dem Wert, also der Output, die Zielwerte sind bei 7. Im nächsten Schritt brauchen wir natürlich wieder den Rotkanal. Bei dem Rotkanal gehen wir hier einfach auf dem Zielwert auf 9. Bei dem grünen Kanal müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Da haben wir in den Helligkeitsbereichen einen Wert von 86. Die Werte, wenn ihr euch fragt, wo die herkommen, die habe ich natürlich getestet und ausprobiert, bis ich in der Lage war, diesen Effekt zu erzielen. Das war einfach eine Menge Anpassungsarbeit. Hier gehen wir auf Zielwerte, und zwar hier nehmen wir den Wert von 3. Beim blauen Kanal gehen wir hin und nehmen hier beim Input, den lassen wir so stehen, auf 0. In den mittleren Bereichen einen Wert von 0,94 und nehmen hier beim Output, also bei den Zielwerten, einen Wert von 18 und bestätigen mit OK. Jetzt auf die obere Ebene, rechte Maustaste nach unten vereinen. Jetzt brauchen wir wieder Farben. Wo sind wir denn hier? Helligkeit, Kontrast. Und gehen hier erst einmal bei der Helligkeit auf einen Wert von minus 0,040 und gehen hier bei den Farben, bei dem Kontrast auf einen Wert von minus 0,10 und bestätigen mit OK. Dann gehen wir auf Farben, Helligkeit, Kontrast. Dann sind wir hier Helligkeit, Kontrast. Und auch hier geben wir einen Wert bei dem Kontrast ein von Komma oder anders müssen wir es machen, minus 0,014. Und bestätigen mit OK. So, jetzt sind wir hier fertig, aber das ist mir alles ein bisschen zu krass. Deshalb werde ich diese Ebene hier einmal duplizieren, also die Originalebene, und gehe mal hier auf 60%. So, und das finde ich ist hier am besten für mich, nach unten vereinen und nun haben wir hier unseren Brennen-Effekt von Instagram erzeugt und zwar ohne Smartphone. Ja, also rein durch die Technik mit GIMP. Und ich finde, das kann sich sehen lassen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude machen und Spaß verbreiten, wenn es euch Freude gemacht hat. Wie gesagt, baut's nach. Nehmt eure eigenen Fotos, macht's schöner als ich.
Und für die neuen Menschen, die hergefunden haben, gleich kommt der Abspann, da kommt das Kanalsymbol. Und wie gesagt, wenn euch das hier alles gefallen hat, ja, dann einfach abonnieren. Und ich freue mich natürlich über jeden positiven Kommentar und über jeden Daumen nach oben. Natürlich hat das hier einen künstlerischen Wert. Dementsprechend ist das natürlich auch beim Foto einfach eine Übertreibung, um diesen Effekt zu erzeugen. Hat natürlich mit dem Originalfoto nichts mehr zu tun. Okay, also, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.